Was geht YouTube? Ich bin Calamanero Man und wir haben heute mal einen Spezialkampf, nämlich diese wunderschönen 6 gegen 6 ohne Items Regeln. Deswegen wundert euch nicht, dass meine Pokémon keine Items tragen. Singles natürlich auch noch 6 gegen 6 und ja, mal schauen, wie das wird. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass das Team allzu gut ist. Werden wir mal schauen. Ich habe hier relativ wenige Pokémon, die viel aushalten. Aber ich habe mir so überlegt, welche Pokémon können viel Schaden austeilen, ne? Und ich glaube, ich habe nicht unbedingt die... Ich hoffe, ich habe ansatzweise daran gedacht, die Sets anzupassen an Singles. Ich meine auf jeden Fall, das Gengar hat kein Schutzschild. Und mein Panferno war sowieso für Singles. Und mein Gegner bringt Kappel, Zundemon, Blitzer, Zubiris, Dimeteros und Hytera. Warum Hytera stört mich da doch einigermaßen und mir fällt gerade ein. Was sollte man immer im Singles dabei haben? Rocks und sowas, also. Tarnsteine. Habe ich natürlich keine mitgenommen. Super. Super, und ich habe auch kein Defog oder sonst was. Wo mir jetzt aber gerade überlege. Nein. Nee, der könnte immer noch. Ich glaube, ich starte mit Panferno. Ja, doch, ich glaube, ich starte mit Panferno. Ich darf diesmal alle 6 Pokémon mitnehmen. Und wir werden hier auch nur einen Kampf haben, denn normalerweise solche Singles 6 gegen 6 Kämpfe. Sind ja einigermaßen lang und das kann dann natürlich hier so einigermaßen lange dauern, wenn ich dann so auf die 15 Minuten komme. Ich will nicht einfach, wenn ich ja jetzt 2 Kämpfe hintereinander, dann haben wir nachher, wenn wir richtig Pech haben, da so Stunde Video und dann werde ich ewig hochladen und dann gibt es keine täglichen Videos. Aber ich weiß nicht, ist Panferno das Beste? Ich meine, ja, je nachdem, was er startet, ich glaube, ich bin da noch langsamer als Blitzer. Da müsste ich aufpassen. Ansonsten steht es da eigentlich sehr gut für mich, glaube ich. Ich meine, wenn er mit Hytera... Hytera könnte problematisch werden, aber ich weiß auch nicht, ob das einen Angriff von einem Nahkampf von einem Panferno überleben möchte. Kommt erstmal mein Panferno in den Kampf und er startet mit Zubiris. Das ist schon mal nicht gut, aber genau deswegen habe ich nicht mit meinem Dragoran, weil das mir... Zubiris, was machst du da? Welches Pokémon könnte damit leben? Ich glaube, ein Togekiss. Das ist mir lieber, dass ich es Ich glaube, es ist jetzt am klügsten, wenn ich einen U-Turn rausmache, um in mein Togekiss zu gehen. Ich bin auch wirklich nicht sehr gut in Singles, das war ich ja schon mal. Aber wenn ich jetzt einen U-Turn rausmache und mein Togekiss gehe, weil der wird jetzt bestimmt irgendwie Donnerwelle oder sowas machen. Kann ich mir gut vorstellen. Deswegen mache ich lieber eine Kehrtwende. Die macht ja noch neutralen Schaden. Ich kriege ein bisschen Schaden auf sein Zubiris, wenn auch nicht viel. Und muss wenigstens keine Donnerwelle einstecken. Ich wünschte, ich hätte ein Elektro-Pokémon, aber habe ich jetzt doch keins mitgenommen. Gehe mein Togekiss. Er macht sogar den Schmarotzer, was noch besser ist. Resisted und Togekiss hat kaum Schaden. Nur halt natürlich die Recovery durch... Dingen zählt, aber ich kann hier jetzt losgehen und ein Toxin abfeuern, weil er hatte, glaube ich, kein Pokémon. Ich werde ihr Licht ab und vergifte sein Zubiris. Damit ist das Zubiris einigermaßen neutralisiert. Ich wünschte, Moment, ich habe. Moment, ne, Feuer. Doch, ich habe ein Feuer-Pokémon. Würde davon ausgehen, habe ich. Heatran hat Feuerfänger, perfekt. Wird er davon ausgehen, dass... Ja doch, er wird davon ausgehen, dass ich hier wahrscheinlich drinnen bleibe und versuche ihn zu stallen oder sowas. Deswegen wechsle ich jetzt in Heatran. Hoffe, dass er wieder das Irrlicht macht. Um dann meinen Angriff zu steigern. Er benutzt das Irrlicht, Feuerfänger, perfekt. Genau das, was ich wollte. Genau das, was ich wollte, denn jetzt... Moment, hat kein... Egal. Moment, Zubiris. Ich habe Angst vor der Hitze, die Hitzewelle zu benutzen. Die hat nur eine Wahrscheinlichkeit von 90. Erdkräfte hat 90.
Und Lichtkanone hat 80. Ich habe aber Angst, dass die Hitzewelle daneben geht. Hat er irgendein Flug-Pokémon? Ach, verdammt, ich hätte mir sein Team markieren sollen. Ich hätte mir sein Team irgendwie aufschreiben oder sollen oder so. Nee, ich glaube, die Hitzewelle, weil vor allem unsere Feuerattacken sind verstärkt. Er wechselt aus in, was ist die Frage? In seinen Oh, fuck, und ich wollte auf die... Okay, alles ganz gut. Alles ganz gut, ich wollte die Erdkräfte benutzen. Egal, ich bin, glaube ich, schneller als ein Hundemon. Und wenn, was will das Hundemon gegen mich machen? Ich glaube nicht, dass Hundemon Erdkräfte kann. Er wechselt aus, wenn er jetzt in irgendein Flug-Pokémon wechselt. Wenn er jetzt in irgendein Flug-Pokémon wechselt. Ich lasse mich gerade so ausplayen. God damn it. Okay, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil wenn er jetzt ein Erdbeben oder so... Das kann ich nicht riskieren. Er wird wahrscheinlich Steinhagel jetzt machen. Aber ich kann nicht riskieren, dass er nicht ein Erdbeben macht. Perfekt. Er macht kein Erdbeben, dann macht er wahrscheinlich gleich einen Steinhagel. Aber ich hau einfach ein Toxin erstmal raus. Okay, er macht Kehrtwende. Das auch resistet ist... Er will nicht, dass, dass da irgendeine Vergiftung kommt. Das ist schon nicht dumm, ist schon nicht dumm. Geht wahrscheinlich wieder in seinen Zubiris. Nein, er geht ins Blitzer. Oh mein Gott, wenn ich das Blitzer jetzt noch, vergiften kann. Oh ja. Das ist etwas, was ich will. Und da das hier ein bulkiges Togekiss ist, kann ich was nehmen? Vor allem die Frage ist, kann ich in irgendwas wechseln? Ich kann in nichts wechseln, vor allem weil ich auch keinen Fokusgurt oder sonst was habe. Kann ich in nichts wechseln, muss ich einen Wunschtraum loslassen. Er macht Voltwechsel. Macht einiges an Schaden, aber ich habe einen Wunschtraum. Ich habe jetzt einen Wunschtraum aufgesetzt. Und ich habe notfalls noch Ruheort. Er geht in sein Halteira. Das heißt, Halteira kann schon mal nichts machen. Ich krieg meinen Wunschtraum raus. Und er könnte bloß höchstens losgehen und meinen Togekiss vergiften. Stattdessen vergifte ich lieber sein Halteira. Was hier jetzt auch geschehen ist. Und werde ihn dann langsam hoffentlich mit dem Gift runterziehen. Er benutzt ebenfalls Toxin. Ich hätte jetzt in meinen Demeteros wechseln können. Aber egal, mein Wunschtraum geht in Erfüllung. Nehme hier natürlich ein bisschen Schaden. Aber ebenso nimmt er ein bisschen Schaden. Und... Ja, und ich hätte jetzt nichts davon ab. Vielleicht geht er davon aus, dass ich auswechsel. Deswegen wechsle ich lieber in das Heatran. Ich würde zwar lieber in mein Panferno gehen, aber ich will nicht, dass mein Panferno irgendein... Okay, er benutzt Aromakur. Ungut. Da hätte ich so schön jetzt mal in Panferno wechseln können. Wobei nach dem Bedroher... So ein Nahkampf wäre er trotzdem nicht. Hat er all seine Pokémon geheilt. Das ist doof. Er wird davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich eher die... So blöd, dass ich das habe. Dass er die Aromakur loslassen konnte, ist blöd. Wird er drinnen bleiben? Naja, kann ja nichts machen. Entweder geht in Panfer. Vielleicht geht er wirklich eher davon aus, dass ich jetzt mehr Schaden mit Stab machen will. Er geht raus. Bitte geh in das Hundemon. Bitte in das Hundemon. Verdammt. 50-50 Chance. Entweder er geht ins Hundemon oder er geht ins, oder er geht ins, Demeteros. Ich predikte jetzt einfach mal, dass er... Ja genau, er geht zur Steinkante. Ist aber trotzdem hier... Die ist hier resisted. Ich gehe zur Hitzewelle, treffe die Hitzewelle. Macht einiges an Schaden. Ich kann ohne Probleme noch eine Steinkante nehmen. Er benutzt jetzt Erdbeben, verdammt.
stimmt, der ist ja nicht irgendwie Ben, irgendwie Choice, doch. Da muss man irgendwie dran denken, weil wie gehe ich davon aus? Ah, der ist ja bestimmt Choice. Ben, blö. Blö, blö, blö. Wechsle ich in Quajutsu. Quajutsu ist schneller. Und wenn ich mir gerade überlege, was er alles drinne hat, was ich so alles gesehen habe, ist, glaube ich, Siedewasser die klügste Wahl. Er geht in seinen Hatteira, das ist offensichtlich. Siedewasser ist die klügste Wahl. Vielleicht kriege ich noch einen Burn. Kriege ich einen Burn? Nein, ich kriege keinen Burn. Stattdessen, ich kann nicht ins Panfern. Gengar kann auch so wenig gegen Hatteira machen. Ist wirklich schwierig. Gengar kann auch so wenig gegen Hatteira ausrichten. Gut, erstmal hier, ich bin schon vergiftet, da ist mir das egal. Stattdessen mache ich noch wieder einen Wunschtraum. Und dann muss ich wohl damit leben, dass mein Panferno höchstwahrscheinlich, okay, er wechselt aus. Ich hätte noch schön vergiften können. Aber ich habe meinen Wunschtraum raus. Er geht in seinen Blitzer. Krieg meinen Wunschtraum. Ich habe meinen Wunschtraum draußen und das sagt mir, dass ich, glaube ich, jetzt am besten in meinen Dragoran kann, weil ich dann meine Multischuppe wieder hochbringe. Er benutzt den Donnerblitz. Ich wünschte gerade so sehr, dass ich Erdbeben auf... Habe ich jemanden da auf diesen Dragoran? Da würde sowieso in seinen Demeteros gehen. Ich kann ohne Probleme jetzt einen Dragon Dance machen. Er macht Voltwechsel, damit er mir noch ein bisschen Schaden zufügt und somit meine Schuppe zerstört. Ist natürlich schade, dass ich hier nicht meine Überreste haben kann. Das ist natürlich sehr schade, dass ich die nicht haben kann. Er geht in Zubiris. Ich kriege einen Dragon Dance auf. Das Problem ist, er hat Prankster Will-O-Wisp. Prankster Will-O-Wisp, fuck. Okay, ich muss in Panferno, weil ich kann es nicht garantieren, ich habe ein riesiges Problem, wenn er es schafft, dieses, Dragoran. Okay, er benutzt Verhöhner, scheiße. Ich hätte jetzt angreifen können. Egal. Flammenblitz. Er benutzt Genesung, ja, super. Ich hätte angreifen können, wahrscheinlich wäre er tot oder so. Aber ich habe eher den Willow erwartet. Also eher das Irrlicht. Oh, ein Volltreffer. Das ist super. Oh, das Problem ist, ich könnte jetzt überlegen. Ihr könnt jetzt denken, ja, ich mache jetzt wieder das. Ich mache wieder einen Flammenblitz. Dann geht er in sein Hundemon und das wird abgewehrt. Dann könnte ich, wenn ich einen Nahkampf mache, ist ein Hundemon tot. Das Problem ist, dass Zubiris kriegt ja keinen Schaden durch Nahkampf. Aber will er es riskieren, dass er noch einen Crit abkriegen könnte? Ich glaube nicht, ich gehe Nahkampf. Wechselt Zubiris aus. Ja, er wechselt Zubiris aus. Ja. Geh in Hundemon. Yes! Er geht in Hundemon. Hier kommt der Nahkampf. Hundemon tot. Yes! Genau das, was ich will. Und der Verhöhner auf Panferno lässt nach. Gut, stört mich nicht. Panferno hat keine Setup-Moves. Er geht jetzt in Demeteros. Ich glaube, Demeteros ist schneller. Panferno hatte irgendwie 100. Panferno war irgendwie 108.
Ich wünschte, ich hätte irgendwie Extreme Speed oder sowas. Der Meteoros war, glaube ich, irgendwie 120. Das ist auf jeden Fall schneller, ne? Der Meteoros in der Tiergeistform hat 91. Und ich habe 108. Oh mein Gott, das ist ja perfekt. Er wollte aber bloß meinen Angriff lowern. Flamblitz. Er bleibt drinne. Weiß nicht, dass ich schneller bin. Und damit ist das Demeteros auch weg. Gut, noch eine große Gefahr weg. Ich nehme natürlich wieder ein bisschen Rückstoßschaden. Aber damit ist schon mal auch das Demeteros weg. Das ist schon mal gut. Er kommt jetzt mit dem Cerberus rein. Er kann wieder eine Genesung machen. Ich gehe Kehrtwende. Soll er ruhig eine Genesung machen, nimmt er noch ein bisschen Schaden und ich kann in ein anderes Pokémon raus. Nimmt er zwar nicht viel Schaden, aber etwas. Außer ich kriege jetzt noch einen Crit. Kriegen wir noch einen Crit? War das ein Crit? Oh, war noch ein Crit. Oh mein Gott. Habe ich gerade einen Luck. Okay, wenn ich mir überlege, was er noch hat. Ich kann es nicht riskieren, dass er einen Willow macht. Vielleicht, er hat einen Willow. Ich habe es gesehen, das Irrlicht. Ich habe das Irrlicht gesehen von ihm. Ich muss auf jeden Fall wieder einen Wunschtraum aussprechen. Er benutzt wieder Genesung. Er will sich erstmal wieder hochheilen. Ich werde mich jetzt ebenfalls hochheilen. Ich werde sogar versuchen, solange jetzt hier noch mein Togekiss nicht allzu stark... Wobei, könnt ihr voraussehen, dass ich einen Willow mache? Nee, ich werde wahrscheinlich eher denken, dass ich meinen Togekiss jetzt hochheilen will. Aber solange er sein blödes Chanera hat, kann ich sowieso nicht effektiv vergiften. Solange er das blöde Chanera hat. Ich hätte doch mein Pixie mitnehmen sollen. Mein Heiler-Pixie. Hätte ich mitnehmen sollen. Wobei das eher für Doppel ist, weil das Heilwoge hat. Und ich meine, im Singles kann man, glaube ich, nur sich selbst heilen mit Heilwoge. Und damit ist das Cerberus erledigt. Oh, noch ein Volltreffer. Oh mein Gott. Gut, Cerberus ist erledigt. Togekiss kriegt wieder Leben. Und er kommt mit Blitzer rein. Ich weiß, dass ich ohne Probleme einen Voltwechsel... Ich glaube, auch ein Donnerblitz kann Togekiss nehmen. Jetzt nach dem Toxin wird es, glaube ich, ein bisschen eng. Aber wenn ich jetzt noch losgehen kann und... ja, aber perfekt. Dann kann ich nämlich jetzt in meinen Dragoran reingehen. Kann ich jetzt in meinen Dragoran gehen? Einen Dragon Dance machen. Er hat keinen... Er hat keinen Cerberus mehr, das mir irgendwie da den Dragon Dance zum Male macht. Oh mein Gott, jetzt kriegt er einen Volltreffer. Egal, ich krieg den Dragon Dance. Bin zwar plus 1 Angriff, plus 1 Initiative. Hätte er nicht den Volltreffer, hätte ich meine Schuppe wieder. Und ich denke, dann kann ich losgehen und jetzt Drachenklaue machen. Er ist immer noch schneller. Mein Gott, wie schnell ist so ein Blitzer? Aber wie tot ist so ein Blitzer? Dragoran dreht durch. Okay, hier kommt Kappels. Das kleine süße Kappels. Und Kappels hat Tempohieb, aber Tempohieb nimmt Dragoran ohne Probleme. Aber mal gucken, wie gut Kappels diesen Feuerschlag nimmt. Nämlich gar nicht. Bams! Okay, läuft ja ganz gut, läuft ganz gut. Jetzt kommt noch Hytyra. Hytyra wird nervig, aber da gehe ich lieber zum Step, zur Step-Drachenklaue. Hytyra hat nicht viel Verteidigung. Ist jetzt darunter, er macht Toxin. Ich bin in der nächsten Runde trotzdem schneller. Er könnte dann noch verteidigen, aber ich glaube, so lange kann er mich gar nicht ausdauern. Dass das Toxin tötet. Und ansonsten habe ich immer noch Panferno. Komm, noch eine Drachenklaue. Ja, da. Hytyra ist tot. Tschüss, Hytyra. Und damit habe ich das erste hier gewonnen. Wow, ist sogar das erste Singles-Battle, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Umkehrkämpfe jetzt nicht zählen. Das erste 6 gegen 6 Singles-Battle, was ich gemacht habe,
Wie gesagt, diese Battlespot-Singles, die habe ich jetzt auch vor, einige zu machen, weil ich finde das so an sich ganz lustig. Das Team ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich habe ein paar Missplays am Anfang gemacht, aber gegen Ende, vor allem, dass ich da vorausgesehen habe, dass ich da gedacht habe, ah, da geht jetzt bestimmt in Hundemon. Das war super. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn nicht, dann, schade. Aber wenn doch, dann hinterlasst doch bitte ein Like, wenn ihr es denn nicht schon getan habt. Damit ich weiß, dass es euch gefallen hat. Und ich dann noch weitere solcher Videos bringe. Abonniert auch den Kanal, dann wisst ihr, wann neue Videos kommen. Und wir sehen uns hoffentlich auch das nächste Mal wieder. Bis dann.